Was sagt Rainer Wimmer dazu, Industriesprecher der SPÖ und Gewerkschafter? Kollegin Tanja Graf, wir haben nichts dagegen, wann dein Unternehmen geholfen wird. Aber das, was jetzt vorliegt, das ist in Wirklichkeit der nächste Murks. Es wird zu spät sein, wahrscheinlich wird wieder zu wenig Geld vorhanden sein und er ist kompliziert und er ist wieder schlecht vorbereitet. Das, was da passiert, geschätzte Damen und Herren, ist eine riesige Geldverteilungsaktion. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, bis zu einem Umsatz von 700.000 Euro ist das überhaupt die Übergießkanne, die immer stattgefunden hat? Egal, ob Unternehmen energieintensiv sind oder nicht, ich verstehe das nicht. Was haben Sie sich dabei wirklich gedacht? Und wir wissen bis heute nicht, wer das abwickeln soll. Das ist auch ganz eine eigene Geschichte. Offensichtlich haben Sie nichts daraus gelernt. Der 150-Euro-Gutschein ist bis heute nicht abgeschlossen, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Der Klimabonus, ja, da stehen Menschenschlangen vor den Brustämtern. In Wirklichkeit ein Armutszeugnis dieser Bundesregierung, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Und lieber Kollege Haubner, die Deutschen haben das überhaupt so nicht beschlossen. Na, der Koalitionsausschuss hat festgelegt, der Koalitionsausschuss hat festgelegt, 200 Milliarden Euro und den Deckel fest. Ja. Nein, aber schon eindeutig genau für diese Maßnahme. Und Kolleginnen und Kollegen, die Deutschen zeigen eh, wie es uns geht. Und die Deutschen schützen wirklich ihre Industrie. Und was machen sie? Sie zerstören unsere Wettbewerbsfähigkeit. Und die Deutschen werden uns die Wettbewerbsfähigkeit über die Ohren haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und redet doch einmal mit eigenen Leuten. Ich bin ja so oftmals öfter in der Kammer wie ihr, aber hat einen anderen Grund. Die fragen mich ständig, ob wir nicht ganz dicht sind, wie sie diesen Vorschlag auf den Tisch bekommen haben. Redst du mit euren Leuten? Die lassen doch kein gutes Haar daran. Das müsst ihr sagen. Und irgendwann, glaube ich, wird eh der Deckel so und anders kommen. Es bleibt eh gar nichts anders über, weil sind wir mit der Wettbewerbsfähigkeit wirklich tot. Unser Antrag wird jetzt eingebracht. Er liegt am Tisch. Warten Sie nicht, bis Schaden eingetreten ist, sondern machen Sie auch einen ordentlichen Deckel, so wie unsere deutschen Freunde. So Rainer Wimmer von der SPÖ als Gewerkschafter und Industriesprecher. Der nächste Murks, zu spät und zu kompliziert sei die Hilfe, die Energiehilfe für Unternehmen. Es sei eine riesige Geldverteilungsaktion mittels Übergießkanne, wie Wimmer sagt.